Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Blade 2 Bannerlord. Ja, wir haben sehr hohe tägliche Kosten, 141 ist schon Machtwort. Wir haben unsere Geschwindigkeit fast wieder erreicht und ja, wir laufen jetzt Richtung Flandia. Leider gibt es hier nirgendwo gescheite Städte, das heißt, wir mausern uns jetzt Stadt für Stadt vor. Sind gut plus rausgekommen. Heute holen wir dann auch noch das letzte Ansehen. Das wird Teil 1 unserer Quest hier erledigen können. Und ja, das ist jetzt so im Groben der Plan. Schauen natürlich hier mal rein, was die hier machen können. Wieder ein Turnier? Sorry, Alter. Turniere sind halt schön. Ich habe Spaß dran. Gucken wir natürlich gleich mal Tierchen. Das Ding ist, die Truppmoral ist jetzt auch nicht so yellow of the egg. Letzte Ereignisse minus 14,44. Wahrscheinlich, weil ich die Banditen rekrutiert habe. Könnte man auch sagen, dass man ein bisschen mehr Essen reinholt. Fisch ist günstig hier. Ist wirklich günstig, weil hier ein Fischerort ist. Aber wir auch nicht so krass übertreiben vielleicht. Getreide natürlich ein bisschen Puder. Fleisch, ja. Und schon sind wir hier auf 40 hoch. Nahrungsvielfalt plus 2. Ist eine gute Sache. Wir haben alles da. Wird alles verbraucht. Gut. Speichern, ihr kennt mich. Sorry. Müssen wir mitnehmen, wenn wir zufällig da sind. Ich schaue wirklich nicht, wo das nächste Turnier ist. Eigentlich wollte ich vorbei gehen, aber in dem Fall schon wieder. Ja, okay, den verkaufen wir wahrscheinlich. Gesamt 7000. Springen, setzen. Nehmen wir natürlich alles mit. Gerade am Anfang muss man solche Sachen mitnehmen. Oh! Der hat mein Pferd erwischt. Sabina. Randata. Oh, da haben wir jetzt einen Volltreffer gelandet. Ja, komm. Hol's dir, Junge. War doch kein Leben, keine Panzerung. Gut. Oh! Schön. Ja, die Schulterplatten, die machen sich ganz gut. Die hier verkaufen wir wahrscheinlich. Oder geben unsere Begleiterin aber wahrscheinlich. Wer kann man verkaufen? Springen, setzen. Und nicht gehen. Ich will nur aufgehen. Oh, daneben. Come on! Erstmal volle Kanne daneben. Gucken, unser Typ hier überlebt. Das hat gesessen. Au! Das hat er getan. Er hat natürlich einen Vorteil mit seinem Speer, aber muss trotzdem genauso aufpassen. Die Namen hier. Ah, vor hier habe ich keine Angst. Das ist doch unsere Gefährtin, oder nicht? Aua, hörst du mal auf? Ja, das ist unsere Gefährtin. Hörst du auf? Wir müssen auch auf jeden Fall reiten. Mehr rausbekommen. Ui, da ist sie runter, genau. Ja gut, er kriegt ihn. Wir müssen natürlich reiten ein bisschen mehr aufleveln, weil wir haben ja in letzter Folge ein teures Pferd bekommen. Sehr teures sogar. Und das wollen wir ja auch benutzen. Au! Hätte ich ein bisschen anders einschätzen sollen. 11.
Oh, das hat wehgetan. Ja, gut. Oh, das sieht gut aus. Das ist unfair. Aua, mein Pferd. Au, hört's auf. So. Ruhe im Karton. Gut gemacht und jetzt wir beide gegeneinander. Zack. Natürlich, man kriegt ja immer weniger raus mit der Zeit. Weil wir halt einfach dann irgendwann nicht mehr der Underdog sind. Was ist er denn? Oh. Ah, da. Ganz versteckt. Achso, wir haben auch. Gut. Und. Oh. Ja, ohne Schild bin ich nicht so ganz erfahren. Schön, schön und den haben wir schnell mal mitgenommen. Ja? Handel, wir gucken mal. Rüstung. Wie teuer ist unsere? 5.109. Das ist ein Wert. Gewaltiger Wert. Das können wir verkaufen. Unsere Gefährtin, die ist halt auch noch nicht. Nichts gegen sie, na, aber ist jetzt auch nicht so Yellow Sack. Deswegen. Alles weg, braucht man nicht. Hier die Sachen. Ganz ehrlich, weg damit. Die Billigklinge kommt auch weg. Das Pferd einfach 5 Millionen. Wir müssen viel mehr reiten. Tiertechnisch. Schweine könnte man noch ein paar verkaufen, aber lassen wir auch mal. 1800 kriegen wir raus. Sieht, glaube ich, ganz lecker aus. Schafe 73. Schön. Schmieden könnte man auch mal machen. Aber ihr seht schon, etabliert. Clan ist aufgestiegen. Jo, haben wir auch abgeschlossen. Die eine haben wir nicht gemacht von dem. Wird die jetzt hier auch angezeigt? Nee. Jederei. Warum wird die nicht mal angezeigt? Jetzt müssen wir die Torheit nur noch untersuchen. Frag mich nicht, wieso jetzt die Quest jetzt hier nicht links angezeigt wird. In den alten Quests. Ist aber egal. So, wir haben 1616 Tage Zeit. Sind ein paar Jahre. Wir können jetzt die ganzen Adligen befragen. Und die helfen uns dann vielleicht weiter oder auch vielleicht auch nicht. Das heißt, wir reiten jetzt schön gemütlich in die nächste Stadt. 10.500 haben wir Geld. Ich denke, damit lässt sich wirklich ordentlich was anstellen. Ich überlege jetzt, ja komm. Wir reiten jetzt mal da drüben. Einfach mal schön rüber. Natürlich auch immer ein bisschen gucken. Vielleicht sehen wir Banditen. Oder was anderes. Oder hier mal ein Ausrufezeichen oder irgendwas. Dass jemand hier drin ist. Ah, die lohnt sich nicht. Weil wir müssen jetzt auch eine gute Geschwindigkeit auch wieder drauf haben. 5,3. Wir haben unsere Geschwindigkeit auch wieder zurück. Und das ist wirklich sehr, sehr viel wert. Drin. Das ist wieder ein Turnier. Sorry, ich guck das wirklich nicht. Guck das wirklich nicht jetzt. Echt, ohne Scheiß, ich. Calm down now. I'll tell you everything. We found your little brother and sister, but my former partner betrayed me. We came into his camp to negotiate the kid's release, and he seized us right then and there. Okay. What scum, eh? Even in this profession, double-crossing your comrades is frowned upon. I escaped. One of his men, a little guiltier than the rest, cut my bonds when the others were sleeping. But I can't let a traitor live, so I decided to find you and offer you a deal. I know where he is now. If you agree, we can attack together and save your kin. Ich vertraue denn trotzdem keinen Millimeter.
But in return, I will have the pleasure of killing that bastard. So what do you say? Ah, you can't trust me, but you need me. And I figure you have enough men that you could easily slit my throat pretty quickly if I lead you into a trap. And I don't need to trust you. You're my vehicle of revenge, not my partner. Okay. Splendid. But I have a few things to do. There is a hideout near this city. He keeps your siblings there. I will join you right where the path leads up, just out of the sight of their scouts. Ah, of course. I have no doubts on that score. Machen wir da mal. Schön, neue Quest. Ich dachte doch schon. Die wird doch hier weitergeführt, die Quest. Nähe von Carbaneth hier. Markieren. Da können wir eigentlich direkt hin. Aber ich kann mich erstmal speichern. Dann schauen wir Handel und dann nehmen wir den Arena-Kampf hier noch schnell mit. Weil wir eh gerade da sind, ne? Gibt's irgendwas Tolles? Silbererz für 50. Ist eigentlich auch eine feine Sache. Kann man mal mitnehmen. 42. Ja, die haben nur Schweine. Natürlich, was habe ich nur dabei? Schweine. Toll. Hier ist auch jetzt nicht so yellow auf der Eck. Das könnte man gut verkaufen. Da haben wir gut an was rausgeholt. Hier von. Nee. So. Gehen. Speichern. Wir machen natürlich noch das Turnier. Es ist Nacht. Moment. Wir warten mal kurz. Hallo. Nicht warten, müssen wir außen warten. Zur Arena. Turnier beitreten. Yes. Vielleicht gibt es jetzt was Gescheites. Das ist ein teures Schwert. Nein, ich habe vergessen zu setzen. Mich regt das auf, dass man hier nicht bestätigen kann. Oh. Die sind natürlich sehr gefährlich, diese Schwerter hier. Ein paar Hiebe und man ist tot. Aber das ist ja bei den Britanniern gang und gäbe. Boah! Ich habe jetzt wirklich... mir ist der Atem weggeblieben. Aber ich finde die Arenen von den Britanniern, die sind nicht so geil. Da fehlt irgendwas. Und überspringen. Darf ich jetzt setzen? Ja, jetzt kriegen wir ein bisschen Geld noch raus. Auch natürlich eine große Axt. Oh nein! Er ist tot. Oh mein Gott. Nein! Damn. Ah, da habe ich dumm geblockt. Gehen. Komm, ganz ehrlich. Ah, ist das ärgerlich. Aber das Leben bleibt auch bei 100%. Das ist eine schöne Sache. Das war früher auch nicht so. Warum habe ich das da markiert? Ah, naja, aber so läuft das. Nee, achso, in der Nähe von. Und das ist das Versteck. Gut, da gehen wir dann direkt hin. Aber so läuft das, ganz ehrlich. Klar könnte man jetzt ein bisschen bescheißen und neu laden, ne? Aber nee, will ich nicht machen. Will ich nicht machen. Irgendwann muss hier ja auch Spielgefüge da sein. Niederlagen gehören zum Leben dazu. Ich habe ein paar Dinge zu sagen, bevor wir attacken. Oh Gott, das ist schon wieder... Wir müssen clever sein. He is a cunning fellow in a low and base kind of way. Wir können übrigens jetzt auch mal die neue Axt ausprobieren. That you did. That you did. Lead on then. Ja, dann geh voran. Ja. Warten bis zur Dämmerung. Und dann schauen wir mal, was die Schlawiner hier machen. Angreifen.
Wen nehmen wir hier mit? Ja, können wir so mitnehmen. Ja, sie kann halt nichts, sorry. Obwohl, doch, Schwertkampf, aber die sind ja mittlerweile besser ausgestattet. Deswegen F1, F2. Folgt mir, Leute. Bräuchte mal eine bessere Sekundärwaffe. Bessere Speere, das wäre wirklich mal eine gute Sache. Oben rechts sind die ersten. Truppentechnisch sind wir gut ausgeglichen. Ein bisschen wirklich. Ein bisschen den Vorteil haben wir. Ah! Leute! Na, natürlich. Na komm, greif da. Kommen jetzt hier alle auf einmal. Ein bisschen blocken können wir. Zu den Gegner hin. Gut, 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 gut. Weg mit euch! Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh mein Gott. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ein bisschen durcheinander. Ein bisschen zu großes Durcheinander für mich. Gut, die rennen gleich rüber. Gut, haben wir. Geht glaube ich nicht. Machen natürlich auch dann einen Erfolgkampf. 1 gegen 1. Das sieht uns doch gar nicht so laut, wie das hier war. Oh, nichts machen. Ah, er kommt auch durch. Jo. Gut. Gut gemacht, Männer. Gefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich, diese Einheit. Was er symbolisiert, vor allem mit den Schwertern hier. War extrem viel Spaß. Nah, there's no more talking. Kill me or I'll kill you. That's how this ends. I'll do you the honor of dueling you, and my men will stand down if you win. Gut, machen wir. Oh. Er hat natürlich auch gar keine Rüstung, aber er ist recht schnell, da müssen wir aufpassen. Puh. Kann auch ganz anders ausgehen. Vor allem, wir sind ja ein bisschen vorgeschädigt. Gut. Keine Toten, keine Verwundeten. So soll's sein. Gefangene nehmen wir mit. Bauern brauchen wir nicht. Ganz ehrlich. Können hier ein bisschen aufrüsten. Radagast. Ui, der hat ganz schön eins aufs Maul bekommen. Oh, lecker Schmecker. Was habt denn die hier alles dabei gehabt? Oh, 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 oh. Die haben auch eine ganz teure Axt. Gegensatz zu unseres. Ist es ein bisschen. Unsere hat Waffenrang 4, ne? Das hier hat Waffenrang 2. Aber Schwunggeschwindigkeit ein bisschen mehr, ein bisschen leichter. Hm. Und es hat halt mehr Schnitt. Weil sonst ganz so viel nehmen sich die nicht. Also besser ist eigentlich das Billigere. Ich habe keine Ahnung, was das Waffenlevel bringt. Oh, we can still talk. I'll give you a pouch of silver. Oh. Tja. I knew you'd come. Great Evan. Damn, brother. Nothing can stop you. I love you, brother. Oi. Yes, we are all fine. The little ones are scared, but fine. We need to be quick and get the hell out of this place. I'll take them to the nearest fortress immediately. They will be safe there. Meet me there later, when you're ready to tell me everything. Okay.
Well, looks like we've gotten your kin back to you. So my end of our deal is complete. I'll be making myself scarce now. Ich vertraue immer noch nicht. Don't let your conscience bother you about letting me go, by the way. I won't get back into slaving. Burned too many bridges with my old colleagues, you might say. I'll find some other way to earn my keep. Mercenary work, perhaps. Anyway, maybe our paths will cross again. Was macht man? Vielleicht Söldner und Arbeit. Was macht man? Eh? Well, I dare to hope, I suppose. All right, then. I'm not going to grovel to you. So get it over with. Im Prinzip, er hat uns geholfen, er hat Wort gehalten. Ja. Er hätte auch gar nicht mehr wiederkommen können. Oder brauchen. Klar, er hat auch seinen Gedanken. Gehabt, aber. Na komm. Don't let your conscience bother you about letting me go, by the way. I won't get back into slaving. Burned too many bridges with my old colleagues. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Don't let your doch. Nein. Don't let your doch. Don't let you don't let you don't let you don't let don't let well I dare to hope, I suppose. Alright then. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich verwirrt machen, dass er weg ist, oder soll ich das nicht machen? Ich bin wirklich hin und her gerissen. Andererseits, wenn ich ihn auf dem Schlachtfeld wieder irgendwo treffe und ihn dann kalt mache, ist dann auch egal. Nützen tut er uns nicht mehr viel. Aber er ist wieder. Er hat Ehre bewiesen. Well, I dare to hope, I suppose. All right then. Don't let your conscience bother you about letting me go, by the way. I won't get so. Wir sind mal ein Guter. Wir sind mal ein Guter. In Anführungszeichen. Charakter. Ui, wir haben hier was bekommen. Sprunggeschwindigkeit für Einhandwaffen. Schaden mit Äxten und Streitkolben um 5%. Aber dann sind wir auf Äxte und Streitkolben limitiert. Schwunggeschwindigkeit ist dann schon geiler. Zweihandwaffen. Handhabung. Gegen Schilde. Schilde sind dann auch eine große Sache. Handhabung geht dann, wenn ich ehrlich sein darf. Wir können hier einen Punkt reinzimmern. In die Reiterei. Definitiv in die Reiterei. Fährt Quest. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Nebenort wir uns da mit unserem Bruder treffen sollen. Wird mir nichts angezeigt. Vielleicht wird es gleich aktualisiert. Wird auch hier nichts an der Karte angezeigt? Nö. Also das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Oh! Leckerschmecker Banditos. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay. Ach so, das sind jetzt die Kinders, die wir gerettet haben. Zu den 14 Bursen hat er ganz besonders Geschenk gemacht. Ihr habt gesehen, wie sehr sie sich darüber freut. Ihr seid sicher, es wird sie sehr prägen, wenn ihr schenkt ihr ein guter. Na komm, ein Spielbrett. Na komm. Ich weiß. Ist ja auch wieder die Sache. So können wir dann die ein bisschen prägen, wie wir sie haben wollen, in Anführungszeichen. Hof unseres Reiches. Wir haben ja kein Reich. Ganz ehrlich, ein prächtiges Ross. Bringt nichts, ganz ehrlich. Dann lieber Spielbrett.
Das müssen wir jetzt komplett hier durchmachen. Fahren mit Handel. Na, ein bisschen verteidigen. So ist es hier auch. Blablabla. Gut, weiter. Und fertig. Ist das jetzt hier? Der zweite ist seine Kraft, seine Ausdauer. Natürlich auch alles wieder. Ruhige Hand, Kontrolle. Interesse an Menschen. Also ganz ehrlich, als Bogenschütze gefällt mir am besten. Taktik. Vogt. Baukunst. Führung. Machen wir so und tschack. Jetzt haben wir das alles weggemacht. Sind die jetzt bei uns mit drin? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich glaube, ja weniger Charakter. Sie. Ah, er ist auch mit hier drin. Ja, boah, natürlich. Er hat 5 Millionen Sachen. Er verschwindet auch, glaube ich, auch wieder. Oder nicht? Weil hier können wir ja 5 Millionen Sachen bei denen auswählen. Holy moly. Inventar. Ja, da können wir aber nicht auch auf ihn zugreifen. Okay. So, hier speichern mal. Und ja, ich denke mal, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge. In der nächsten Folge holen wir uns dann mal diese Banditos. Inventar, was wollte ich jetzt machen? Pferd dürfen wir immer noch nicht. Na, ja, war ja klar. Hier. Hier ist unsere Familie. Wartet. Ja, mit denen kann man nichts machen. Bleibt in Carbanet. Okay. Müssen wir dann da irgendwas machen? Keine Ahnung. Wir gehen dann da einfach wieder zurück. Aber wie gesagt, machen wir nächste Folge. Zuerst schnappen wir uns den hier. Und dann reiten wir da mal wieder zurück. Und ja, den Rest, den boah, schauen wir dann mal, wie wir ihn machen. Und ich bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.